Simonetta Sommaruga hat heute ganz speziell einen Besuch gehabt vor der 8. Schulklasse. Und mir dünkt, die Jugendlichen konnten fast nicht mehr aufhören, Fragen zu stellen. Wie habt ihr die Klasse erlebt? Ja, es war sehr schön. Also, die hatten ja auch vor allem ein Thema, das sie beschäftigt, mich sehr beschäftigt, das Thema Verdingkind. Und da hat man gemerkt, den Jugendlichen ist das wirklich unter die Haut gegangen. Und das hat sie auch untergenommen, eben wie wir die Schritte gemacht haben in den letzten Jahren, wie es mir dabei gegangen ist. Und dann die Flüchtlingsthematik, die sie ganz offensichtlich auch sehr bewegt. Also Jugendliche, die neugierig sind, die sich mit den grossen, wichtigen Fragen beschäftigen, das ist für mich natürlich extrem schön. Was nehmt ihr mit von diesem Besuch jetzt von dieser Klasse? Vielleicht auch thematisch? Ich denke, in der direkten Demokratie haben wir ja das Geschenk, eigentlich das Privileg, dass bei uns die Bevölkerung ganz viel mitentscheiden kann. Und das heisst aber auch, dass die Politik sich immer wieder auch bemühen muss, darum, gerade junge Menschen Politik zu erklären, informieren, wie läuft das bei uns ab, wie sind die politischen Entscheidungen, wie kommen die zustande, aber natürlich auch, wie ist unsere Flüchtlingspolitik, wer kann bleiben, wer kann nicht bleiben. Und darum habe ich eigentlich immer wieder Klassen, ich mache das sehr gerne, weil ich denke, das ist dermassen etwas Wichtiges, dass junge Menschen bei uns wirklich merken, dass sie eben mitentscheiden können. Aber dass sie nachher auch unsere Politik, unser System verstehen. Und das finde ich, das kann man im Bundesratszimmer eben gerade sehr gut zeigen. Was mich zum Schluss noch würde interessieren, habt ihr selber, wo ihr vielleicht in der 8. Klasse war, auch mal so eine Gelegenheit gehabt, mit einem Bundesrat zu reden und ihm eine Frage zu stellen? Oder was hat euch denn beschäftigt, so wie jetzt sie heute die Verdingpolitik? Also ich hatte nie Gelegenheit gehabt, nein. Ich bin mit der Schule mal, aber später dann mal einfach während der Session die Parlamentsgebäude anschauen. Für mich politisch bleibt schon als Kind so der Moment, oder, wo ich 11 war, hat meine Mutter das erste Mal abstimmen können. Wir sind dann im Dorf immer zusammen alle gegangen, aber ins Gemeindehaus abstimmen hat immer nur mein Vater dürfen rein. Hat mich immer wahnsinnig Wunder genommen, was der dort drin macht. Und dann so der Moment, wo meine Mutter auch hat dürfen mit reingehen, das war für mich schon ein Schlüsselmoment gewesen. Und wenn man denkt, das ist eigentlich nicht so lange seither, dass in unserem Land Frauen überhaupt dürfen politisch mitentscheiden. Und das ist natürlich heute auch in meiner politischen Arbeit nach wie vor ein wichtiges Thema. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ich kämpfe dafür, weil ich denke, wir sind schon weitergekommen, aber wir haben noch einigen Bedarf in unserem Land, dass Frauen auch tatsächlich die gleichen Chancen haben wie Männer.